Ja, es ist Tag 512 des Ukraine-Krieges und von Anfang an waren auch die westlichen Geheimdienste mit dabei. Neben Waffen und Munition liefern sie auch entscheidende Geheimdienstinformationen. Während sich immer wieder zeigt, dass die CIA und auch der britische MI6 über hervorragende Quellen und Informationen verfügen, tappt der BND, der Bundesnachrichtendienst, oft im Dunkeln. Der kann im Vergleich zu den Partnerdiensten nicht mal annähernd mithalten. Waffen- und Munitionslieferungen sind für den Kampf der Ukrainer überlebenswichtig. Doch was genauso begehrt, westliche Geheimdienstinformationen über russische Truppenbewegungen und geplante Operationen. Ohne diese stünde die Ukraine wohl viel schlechter da. Neben den amerikanischen Diensten sticht hier der britische MI6 besonders hervor. Putin hat die Ukraine überfallen. Die Ukraine hat deshalb jedes Recht dazu, sich zu verteidigen. Es ist auch klar, dass wir helfen werden, die Gebiete zurückzuerobern. Und zwar durch die Bereitstellung von militärischem Material, aber auch auf jede andere Art. Der Bundesnachrichtendienst kann da nicht mithalten. Er hinkt bei der Informationsbeschaffung hinterher. Aktuellstes Beispiel: Der Dienst wurde vom Putschversuch des Wagner-Führers Prigozhin kalt erwischt. Westliche Partnerdienste sollen im Vorfeld viel besser informiert gewesen sein. Und auch wenn der BND das abstreitet, viele Experten fordern schon lange eine Stärkung des Dienstes. Ich würde mir wünschen, dass eine Zeitenwende in Deutschland nicht nur bei der Bundeswehr stattfindet, sondern auch im Bereich der Nachrichtendienste. Das heißt, dass der BND mehr Befugnisse bekommt, auch das entsprechende Personal. Aber ganz entscheidend ist auch das politische Backing, dass man erkennt, wie wichtig Nachrichtendienste für die äußere und innere Sicherheit dieses Landes sind. Zuletzt fiel der BND denn auch eher durch Pannen auf. Erst im Dezember wurde ein leitender Mitarbeiter wegen Landesverrats festgenommen. Er soll für Russland spioniert haben. Der Behördenchef Bruno Kahl hält den Schaden zwar für überschaubar, doch der Vorfall wirft auch die Frage auf, inwieweit die Partnerdienste dem BND noch trauen können. Meine erste Reaktion auf den Vorfall war Empathie für unseren Partnerdienst. Wir unterstützen ihn, weil ich hoffe, dass er das seinerseits auch tun würde. Das ist der Ansatz, den ich hier verfolge. Der BND ist ein herausragender Partner, mit dem wir weiterhin extrem gut zusammenarbeiten. Und auch generell sieht Moore die Entwicklung des BND durchaus positiv. Seit der Invasion hat sich in der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik ein tiefgreifender Wandel ereignet. Ich sehe, dass sich dies auch in der Vorgehensweise Ihres Geheimdienstes zeigt. So überrascht der BND vom Wagner-Aufstand auch war, ein entscheidendes Gespräch soll er im Verlauf des Putschversuches dennoch abgehört haben. Das Telefonat zwischen Prigozhin und dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. So erfuhr der BND wohl aus erster Hand von der Vermittlerrolle des Diktators. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.